Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rübezahlbox von Joachim Witt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rübezahl von Joachim Witt. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Rock. Das Ganze ist von der Optik, von der Boxgestaltung her echt ein Highlight, also etwas Besonderes. Denn wir haben hier keine Kartonbox, wie man es sonst üblicherweise kennt, sondern es ist eine Holzbox und das Ganze ist hier echt wie so eine Truhe, wie so eine Schatztruhe gestaltet. Hier, das Ganze ist in Rot gestaltet. Wir haben hier an den Ecken so zwei Lederstreifen, genauso wie hier mittig. In Braun, außen in Rot. Das Ganze ist dann hier noch mit diversen goldenen Nieten verstärkt. Hier oben lesen wir den Albumtitel Rübezahl. Von vorne sieht das so aus. Hier haben wir so eine Metallschließe, so einen Metallverschluss und auch hier diverse Elemente und eben diese goldenen Nieten. Rechts sehen wir die Scharniere des Deckels und haben einen Barcode. Der ist aufgeklebt natürlich. Auf der Rückseite ebenfalls die Scharniere und weitere Elemente und links ebenso. Von unten sieht das Ganze so aus. Es ist rotes Holz. Hier geht das Ganze dann auf. Hier lässt sich die Truhe dann öffnen. Also dieser Verschluss funktioniert so, dass hier dieser Metalldorn hier in diese Öse hier findet. Und dann kann man das entsprechend wieder zumachen. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal ein Poster, dann haben wir eine Autogrammkarte, das Album, ein Flaschenöffner, das dürfte eine Gürtelschnalle sein, ein Schlüsselanhänger sowie ein Halstuch. So, von innen die Box in Rot gehalten. Wir sehen hier so die Maserung des Holzes. Sieht echt gut aus und kann man auch, glaube ich, gut verwenden. Also auch wenn man den Boxen halt im Nachhinein nicht mehr reintut, aber die kann man auf jeden Fall auch für andere Sachen hernehmen. So, diverse Sachen sind hier noch in Folie. Wir haben hier einmal in Luftpolster die Gürtelschnalle. Die ist hier nochmal in Folie. So, also die Gürtelschnalle, dann haben wir hier diesen Schlüsselanhänger, der Flaschenöffner, und dann haben wir noch das Album in Folie. So, was lesen wir hier auf diesem Sticker? Witt Rübezahl Tour 2018. Okay, also das hier waren die Tourdates. Ende April ging das Ganze los, bis Mitte Mai war Joachim Witt hier auf Tour. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Dann schauen wir mal hinein. So. Und dann starten wir auch direkt mit dem Album. So sieht das Ganze aus. Witt lesen wir hier oben, darunter den Albumtitel Rübezahl. Und dann haben wir hier den Interpreten in einem Wald stehen. Also so sieht der gute Mann aus, Joachim Witt. Hier mit einem, ja, mehr oder weniger Anzug, also hier mit einem Sakko. Die Hände sind auf diesen Holzstock hier gestützt. So sieht das aus. Auf der Seite lesen wir Witt Rübezahl. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 12 Tracks an der Zahl. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Ja, es ist sage und schreibe das 17. Album von Joachim Witt. Der Mann ist schon ewig lange dabei. Also damals so die ersten Erfolge zur Zeit der Neuen Deutschen Welle gefeiert. Das ist doch schon eine gute Zeit her. Dann haben wir hier eine Bergszene. Sieht so nach Wolken verhangenem Berg aus. Hier dann Joachim Witt, ja, scheinbar im Schneesturm.
Auf der linken Seite in dieser Stecktasche kommen wir mal zum Booklet. Hier auch wieder eine Szene aus dem Wald. Ebenso auf der Rückseite. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks. Jawohl, man hat hier die Lyrics abgetippt. Sehr schön. Freut mich immer wieder, wenn man das hier so hat. Also Wort für Wort abgetippt und das Ganze dann hier immer unterlegt mit Fotos von Joachim Witt. Das Ganze hier so Artwork technisch hauptsächlich so in Schwarz und Blau gehalten. Die Schrift dann eben in Weiß. Und immer wieder Fotos dabei. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Danksagung. Und dann haben wir hier noch, das dürften wohl Fans oder Unterstützer sein, die sogenannten Pledger. Und zum Abschluss haben wir natürlich auch noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer hat daran mitgewirkt. Sehr schön. So, das Booklet geben wir wieder zurück. Wir schauen uns die CD an. Die kommt dann hier zum Vorschein. Hier haben wir einmal über alle drei Seiten ein wunderbares Bergpanorama. Und so sieht dann die CD aus. In Schwarz und Blau. Witt Rübezahl lesen wir hier wieder. So, das war's zum Album. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat. Das Ganze hier in Schwarz-Weiß Optik. Hier der Interpret abgebildet. Rückseite blank weiß. Zusätzlich zu der Autogrammkarte haben wir dann auch noch ein Poster. Ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, diese Autogrammkarte ist die original unterschrieben mit silbernem Stift. Jawohl. So, dann haben wir das Poster. Auf diesem Poster haben wir das Albumcover im Hochformat. Also auch hier wieder dieses Foto im Wald mit Rübezahl und Witt-Schriftzug. Hochformat und einseitig bedruckt. Dann haben wir einen Flaschenöffner, der ist ziemlich groß, also ist in meinen Augen irgendwie der größte Flaschenöffner, den ich je in einer Box vorgefunden habe. Auch hier mit Rübezahl beschriftet in Schwarz-Weiß, hier vorne in Silber. Auf der Unterseite lesen wir hier Witt. Dann haben wir hier eine Öffnung, einen Ring, um das Ganze irgendwie aufzuhängen oder so. Und das Ganze ist auch aus, ja, zumindest hier hinten, biegsamem Kunststoff, so aus Gummi. Hier dürfte dann wohl dieser Metallkern drinnen sein, deswegen ist das hier dann nicht mehr biegbar. Auf jeden Fall ein ziemlich stabiler Flaschenöffner. Ein Schlüsselanhänger, der sieht so aus, ein roter Stern mit schwarzem Witt-Schriftzug. Rückseite ist in Grau gehalten und dann haben wir hier entsprechend diesen Ring, um das am Schlüsselbund oder wo auch immer ihr möchtet festzumachen. Dann haben wir mit dabei eine Gürtelschnalle. Die ist hier mit dem Joachim Witt-Logo designt, also hier dieses W vor diesen drei Streifen. Dann haben wir hier im Hintergrund so etwas Aufgerautes, sieht so aus wie ein Fels oder wie so ein Stein. Ansonsten hier der Kreis glatt gehalten. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Bedeutet, hier kann man dann den Gürtel durchführen und dann mit diesem Dorn entsprechend schließen. Jawohl, also eine kreisförmige Gürtelschnalle. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier ein Halstuch mit dabei. Dieses ist in Schwarz und Weiß gehalten, relativ groß. Also wenn wir das Ganze jetzt wirklich mal auffalten, ja, das ist durchaus ein ziemlich großes Halstuch in Schwarz und Weiß. So, und wo haben wir es? Ja genau, hier am Eck, also hier unten, ist das Ganze dann noch beschriftet mit Witt Rübezahl. Zettel kann ich jetzt hier auf die Schnelle keinen sehen. Ich befürchte, ja, es ist auch keiner dabei, an keinen der Ecken oder irgendwo ist ein Zettel ersichtlich. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist und ich kann euch leider auch nicht verraten, wo das Ganze hergestellt wurde. Aber ja, ich glaube, wir können diesen Schal dann auch ohne diese Information tragen.
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, dieses Halstuch. Dann haben wir den Flaschenöffner, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, diese Gürtelschnalle, den Schlüsselanhänger sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Rübezahl von Joachim Witt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Joachim Witt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.